damit begrüße ich euch zum nächsten kleinen Schlotternachtsvideo. Ja, es geht um den Eventboss, den kopflosen Reiter. Nennen wir ihn mal Boss, denn eigentlich sind die Eventbosse eigentlich immer Sachen, da holzt man ein bisschen drauf, man braucht nicht wirklich Gear und eigentlich nur dazu da, damit man sich denkt, jawohl, ich habe einen kleinen Beutel gekriegt. Starten tut man das Ganze, indem man hier vorne den Kürbis anspricht. Und dann geht es auch schon los. Der Boss ist, wie gesagt, eigentlich überhaupt kein Problem. Einfach erstmal draufholzen. Man muss eigentlich nicht wirklich was machen. Der lässt einen ab und zu ein bisschen desorientiert durch die Gegend laufen, haut ein bisschen auf den Tank drauf, holt nachher ein paar Ads. Aber das ist alles, wie gesagt, eigentlich kein großes Problem, sage ich mal. Geht, wie ihr seht, auch relativ schnell down. Hat auch nicht sonderlich viel Leben. Droppt diesmal Ringe im Vergleich zum letzten Boss Corin Düsterbräu vom Braufest. Der hat Schuh gedroppt. Hier sind es diesmal gute Ringe, sage ich mal. Besser als die von ZG und so weiter. Jetzt seht ihr es hier, das ist die einzige schwierige Fähigkeit, wenn da keiner weiß, was gemacht werden muss, sage ich mal. Da verliert er seinen Kopf, der muss ein bisschen down gemacht werden. Und dann fängt das Ganze nochmal von vorne an. Wieder umschwenken. Für mich als Dotlock jetzt hier im Moment natürlich nicht ganz so optimal, das mit dem Umschwenken, sage ich mal. Aber reimt sich nicht nur, ist auch so. Und das ist auch ein Bosskampf, der ist sich über die Jahre treu geblieben, sage ich mal. So kenne ich den immer noch aus älteren Epochen von WoW, sage ich mal. Da war er genauso, da lief das Ganze genauso ab. Da ist der Kopf des Reiters, den haben wir jetzt in der ersten Phase schon so geschwächt, als er weggeflogen ist, dass man jetzt nur noch anhusten musste. Besser ist echt, wenn man da so einen Hand dabei hat wie wir, der macht dann da Autoshot drauf und dann geht's wieder, setzt er sich dem wieder auf und dann geht's so weiter, sage ich mal. Jetzt sind da hier, holt er die Ads, wenn Top-Schaden kommt, sage ich mal, kommen die nicht mal dazu zu wachsen und wenn doch, dann gehen sie da auch relativ schnell down, also das ist wirklich alles überhaupt kein Problem. Jetzt fliegt der Kopf hier nochmal weg, da einmal drauf husten und down ist er, vielleicht droppt jetzt sogar mein Ring. Nein, Hunter-Ring, Schurken-Ring, Verstärker-Schamanen-Ring, Druiden-Ring, wie dem auch sei. 365 Stufe, glaube ich, genau, und wenn ihr es eben täglich macht, einmal am Tag, gibt es dann hier wieder so ein Säckchen, wo schöne Sachen drin sein können. Hier Süßes, Saures und eine Maske oder das Haustier oder im Idealfall das Reittier. Nein, ich mache nicht nochmal mit. Dann kann auch noch immer einer looten. Der kriegt da noch so ein paar Kürbislaternen. Und ja, wie gesagt, Eventboss nicht schwer. Ruhig anmelden, gute Ringe abstauben. Im Idealfall ein schönes Pet und ein Mount. Den ein oder anderen Erfolg. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen guten Loot. Bis zu den nächsten Videos.